Okay.
Okay. Achso, okay. Ist doch tot, ne? Nee. Ist nur 4. Komm, ich nehme die Tasche. Thank you.
Thank you.
da 400 Quadratmeter. Eine Stadt braucht Leidenschaft. Ich bin ein bisschen weiter. Ich bin wieder nach 3 Tagen so kaputt. Hat er mir gestern Abend schon wieder gesagt, er will den Job wechseln. Ich sag mal, willst du denn machen? Ja, Haus, was wir haben. Ein Pärchen, was wir jetzt vor Weihnachten besucht haben, sind ehemalige Arbeitskollegen, der macht dann auch jetzt. Der hat auch keinen gescheiten Job mehr, aber der ist jetzt nicht irgendwie so weltgesundheitlich angeschlagen, der Micha. Und der hat jetzt war jetzt wieder gesehen, wie er es macht, aber sonst hat er so besser jetzt mehr sagen. So, ich weiß ja, was er dann werden wollte. Wurde einfach diese Steg geschaffen, um Gas und Rama zu halten. Und die produziert ja heute immer noch. Richtig, die wird heute noch produziert. Für wen? Also ich meine, wer kauft sowas noch? Nostalgiker, die wo gerne einen Tauchenkeller einrichten, so mit den Worten, das war die erste Maske mit Nasenerker. Einfach die Geschichte des Tauchens ein bisschen zu erzählen. Gut. Ihr habt euch mittlerweile ein bisschen weiterentwickelt, das ist gut so, die Farbe ist ähnlich geblieben, das Material passt auch und die ist ein bisschen kleiner geworden. Richtig, das ist die Nano, das ist die neueste. Unheimlich kleiner Totraum, unheimlich leicht herzublasen und natürlich modernste Technik. Hier braucht man keinen Mittelsteg. Kein Mittelsteg, weil das man in dem Fall und vor allen Dingen, ich habe einen definitiv besseren Gesichtswinkel, also Blickwinkel dabei. Ist ein bisschen angenehmer, das Teil, weil man ist ja auch mit der Zeit draufgekommen, je näher die Gläser beim Gesicht sind, desto kürzer wird der Blickwinkel. So, schon eine große Erkenntnis, ne? Aber die muss man natürlich irgendwann im Laufe der Jahre auch erstmal gewinnen, das ist vollkommen richtig. Ja, jetzt produziert ihr natürlich nicht nur Masken, nein, wir produzieren auch viele Sachen, Jackets und so weiter, Sven hat auch einen schönen Computer mitgebracht und alles, was hier liegt oder da überhaupt stark zu sehen ist, testet der Chef wirklich von selbst. Also, der geht mit den Sachen wirklich ins Wasser und bisher lebt er noch. Und nicht schlecht. Nicht schlecht. Okay, das ist schon mal viel wert. Ja, wir haben es gerade gehört von Peter, der Sven hat uns was mitgebracht, einen Tauchcomputer. Das ist jetzt schon der dritte Tauchcomputer in 3 Jahren, den uns mitbringt. Ja? Vor 2 Jahren der Leonardo, letztes Jahr der Giotto. Und jetzt hast du was dabei? Der Newton. Das ist das neue Modell, was dieses Jahr raus wird. Das ist der Mai, Juli. Ja, dann hat er schon mal. Und ja, wenn Sie Glück haben und hinterher derjenige, der es gewinnt, diesen verkaufen würde. Und jetzt kommen wir zu den Uhren der Sache, wie die letzten 3 Jahre auch. Diese Artikel kann man nicht kaufen, die kann man bei euch immer nur gewinnen. Das war das Wort. Gewinnen. Verlosung ist das große Stichwort. Wir haben kleine Gewinnspiel dabei. Richtig, wir haben uns dieses Jahr wieder was Besonderes einfallen. Keine schwierigen Fragen gar nicht, sondern einfach 2 Suchbilder. Bild A, Bild B und das sind einfach Fehler versteckt. Und dann sollte man die richtige Anzahl ausfinden. Gut, gibt es da Hilfestellung oder der gleich bei euch im Stand? Ja, bei uns am Stand E50 gibt es natürlich ein bisschen Hilfestellung, weil es ist nicht ganz leicht. Wir wollten aber auch nicht zu leicht machen, weil für 3000 Euro Messer sollte man schon ein bisschen was kaufen. Ja, das ist also ich kann Ihnen schon mal so verraten, ich habe mal die Tage mich ein bisschen mehr dahin gekriegt. Ich hatte 2 Fehler, ich bin der Meinung, ich habe 3 Fehler gefunden, weil im letzten bin ich nicht ganz sicher. Aber wir haben eine andere Hilfestellung, es sind weniger als? Weniger wie 8, mehr wie 3. Mehr wie 2. Also mehr wie 3, weniger wie 8, jetzt schon mal 4, 5, 6 oder 7. Sind die Chancen nicht mehr allzu groß. Aber eins verspreche ich dir. Am Sonntag verlieren wir die Idee. Samstag, oder? Sonntag. Am Sonntag? Dann Sonntag wird die Idee. Okay, gut. Also, es wird noch hier aus der Boden verlost. Und wenn derjenige nicht da ist, der bei dem Spiel gewonnen hat, der bekommt der Kunde natürlich noch mehr zugestellt. Es kommt immer drauf an. Also egal wie es gewinnt, Frage oder was, der Artikel wird auf jeden Fall gewonnen. So fährt natürlich die richtige Anzahl an die Points ist. Das ist natürlich Voraussetzung. Sollte er oder sie nicht auf der erscheinen können oder ähnliches, wird der Artikel durch den zusprechenden Agent überreichen bzw. nicht. Und dann hofft der Agent wahrscheinlich, dass es irgendwo in Australien ist oder so, damit er eine schöne Dienstleistung hat. Das war nicht schlecht. Tja, das wäre dann mache ich es aber selber. Ich mache das selber, mir ist schon klar. Gut, also wenn Sie dieses Messer gewinnen wollen, das liegt gut in der Hand und ist funktionabel, wie wir gehört haben, kriegt es auch wieder ab. Ja, Sven, du bist so böse, wenn ihr seid, aber du kriegst es wieder. Ich wollte die Hoffnung, wenn du zu schön das Bild machst. Ich bohre ja einfach dran. Ich probiere es wirklich so scharf und spitz ist, wie ihr immer denkt. Gut, also wenn Sie sozusagen diesem Messer Interesse haben, Sie können am Gewinnspiel teilnehmen bei Cressy und Sie nicht wissen, wo Cressy ist, die Standnummer verraten wir Ihnen jetzt auch, wenn wir wollen. Die 50, aber genau nicht nach hinten, wo die Hilfsmädels sind, da ist auch der Stadt. Ja, wenn die Mädels mal lachen würden, die hören uns nicht mal, die sind beschäftigt, die müssen arbeiten. Ja, das sind
Gut, das könnt ihr jetzt diskutieren. Also, bin ich helfen auch dann ein bisschen, falls man die Bilder mitzubekommen hat. Wenn Sie also nett lächeln, kriegen Sie anstatt E50 bei Klesse ein bisschen Hilfe, drehen Sie einfach über die rechte Schulter. Ja, Sie lachen. Sie lachen. Ihr hilft uns, ne? Ja, so wie vor. Jetzt trinken Sie auch beide. Das ist wunderbar. Also, bei den Damen bekommt ihr Hilfestellung, zumindest was was das Reiterschreit betrifft, beziehungsweise die Verlosung. Weitere Informationen zu Kressi und all den Produkten, die wir hier vorgestellt haben und die Sie sonst noch haben, das ist eine Menge mehr, die gibt es am Stand E50 direkt bei Kressi. Ich bedanke mich bei meinen Gesprächspartnern, das waren Peter Willig und Sven Bender aus meiner Hand. Danke, dass ihr hier wart. Vielen Dank. Ja, das war normaler Kunde. Peter. Da musst du dann auch Wasser dazu. Ach, sag ich aber. Ja, nein. Das mit unter Wasser haben wir noch nicht. Doch, haben wir auch schon gemacht. Echt? Wenn du mal hin und wieder zum Training kommst, könntest du auch mal mitspielen. Und der Wasser-Frisbee mit dem Bild oder. Ja, aber hier mit deinem müssen wir nochmal mal üben. Ne? Du gehst mit den Aktionen am Tauchtor. Hier ja, wir kommen zu einem Event, das es seit 10 Jahren gibt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich vor 10 Jahren mit...